tatsächlich einer der heißesten Tage des Jahres. So, wer jetzt in der Region hier ein bisschen auskennt, der wird gemerkt haben, wir sind in Wiesbaden an der Nerobergbahn. Und wir werden was Kleines da lassen und verstecken, damit die Wiesbadener wissen, dass wir hier waren. So, wie hier schön zu erkennen ist, wir brauchen 3,5 Liter auf 100 Kilometer. Und es geht los ab 79 Gramm CO2 pro Kilometer. Mal schauen, was Henk, der Fotograf.com.de so drauf hat. Also Georg wird jetzt mal gucken, wie umweltfreundlich der Jahres wirklich ist. Und wir haben uns dafür ein kleines Experiment ausgedacht. Ist er schon an? Nee. Man hört's nicht. In 5 Sekunden. Er läuft. Ich hör's zwar nicht, aber er läuft. So weitergeht mit den Autos. Hör ich auf mit dem Scheiß. Ich rauche keine Autos mehr. Bleib bei dem altbewährten Scheiß. Kippen. Jetzt kommen wir zum nächsten Test. Nachdem ich keine Autos mehr rauche. Ist schon gut, wir brechen hier ab. Halt, da fehlt doch was. Der Toyota Yaris Hybrid verbraucht 3,5 Liter pro 100 Kilometer. Nehmen wir mal an, ich fahre 100 Kilometer pro Stunde. Das ist 3,5 Liter pro Stunde. Schauen wir mal, ob ich das schlagen kann. Schauen wir mal, wie viel Liter ich pro Stunde schaffen könnte. Zeit läuft jetzt. Du bist jetzt bei einer Minute. Das würde bedeuten, du könntest 30 Liter pro Stunde verbrauchen. Glaube ich. 60 Minuten, halber Liter. 30 Liter pro Stunde. So ein Jahr ist es einfach zu schlagen, ganz ehrlich. Falls du Emissionen hast oder so, lass er auch ruhig raus, ja? Da ist er nicht mehr zu schlagen. Dann hast du ihn. Also auch da schaffst du es, mehr Emissionen auszustoßen als ein Toyota Yaris Hybrid. Minuten 15. Du bist jetzt schon bei 15 Liter pro Stunde. Exakt 3 Minuten. Fast drei, unter 3 Minuten. Zeit fürs Gewinnspiel. So, hier in dem kleinen Baumstamm haben wir das Geschenk für den Suchenden hinterlassen. Wer es findet, kann hier unten einen kleinen Kommentar hinterlassen und immer dran denken, die Daumen hoch für Adrenalin pur, Toyota Yaris, hybrid.de. 3,5 Liter. Oh, oh.